Die Kategorie der Kategorien, genau genommen die Kategorie der kleinen Kategorien, CAT, hat als Objekte Kategorien, nämlich kleine Kategorien, und als Morphismen Funktoren. Und die zusammen erfüllen die Axiome der einer Kategorie, was nicht so verwunderlich ist, weil eine Kategorie ist ja nun mal auch nur eine Struktur. Und damit haben wir so eine Art Selbstanwendung. Wir haben also Objekte gleich Kategorie und Morphismen gleich Funktoren. Wir wissen schon, dass wir noch eine weitere Struktur haben, nämlich die der natürlichen Transformation. Es gibt sozusagen in diesem Zusammenhang von CAT noch eine Struktur, nämlich die der natürlichen Transformationen, und die bilden wieder eine Kategorie. In dem Fall ist es so, dass die Funktoren die Objekte sind und die natürlichen Transformationen sind die Morphismen. Wir haben dann immer in den Videos genommen eine spezielle Kombination von Funktoren von da nach da, und die bilden dann eine Kategorie. Ich kann aber auch alle in einen großen Topf werfen, alle Funktoren, und die Kategorie bilden. Dann habe ich halt nur Pfeile zwischen bestimmten. Ne? Ist trotzdem eine Kategorie. Diese natürlichen Transformationen nun bilden aber auch noch auf eine andere Art und Weise eine Kategorie. Ich kann nämlich eine natürliche Transformation auch als einen Morphismus einer besonderen Art von einer Kategorie in eine andere sehen. So, diese andere Art erzeugt eine dritte Kategorie mit Objekten, den Kategorien, aber diesmal den Morphismen natürliche Transformation. Das widerspricht also dem, was wir bisher hatten. Also es gibt noch, Objekte sind Funktoren und die Morphismen sind die natürlichen Transformationen. Und jetzt gibt es aber auch noch, die Objekte sind die Kategorien und die Morphismen sind die natürlichen Transformationen. Also so eine Art Kreuzung zwischen diesen beiden Fällen. In beiden Fällen habe ich die natürlichen Transformationen als Morphismen. Der Punkt ist, dass die Verknüpfungen und die Identitäten der natürlichen Transformation in dem und in dem Zusammenhang, das sind, also die Identitäten sind dieselben, aber die Verknüpfungen sind anders definiert. Aber diese beiden Verknüpfungsoperationen sind auch noch zueinander kompatibel. Ja, das kommt auch noch dazu. Also es ist irgendwie eine sehr reichhaltige Struktur. Dieser Punkt, dass ich natürliche Transformationen habe, die zum einen auf Kategorien und auf Morphismen, das sind ja dann die Morphismen hier, wirken. Zurückübersetzt wirken die dann ja sowohl als auf Objekten als auch auf Morphismen. Mit dieser Kompatibilitätseigenschaft, diese Art von Struktur ist wiederum axiomatisiert in dem Begriff der Zweikategorie. Und deswegen haben wir hier nicht nur eine reichhaltige Struktur, die wir jetzt untersuchen können, sondern wir haben auch eine Art Preview, einen ersten Blick auf zwei Kategorien, was dann übrigens weitergeht zu N-Kategorien und sogar Unendlich-Kategorien. Also heute ist irgendwie sehr heiß in meinem Büro. Hier sind es jetzt gerade 29, irgendwas. Mal sehen, dass ich das hier durchstehe. Vergegenwärtigen wir uns zunächst mal bildlich nochmal diesen Fall hier, nämlich die natürlichen Transformationen als Morphismen der Kategorie aller Funktoren. Ein Funktor hat immer zwei Kategorien. Wir gehen jetzt mal hier von der Kategorie C in die Kategorie B. Das hätte ein B werden sollen, so ein geskriptetes B. Meine Kategorie C, die sähe jetzt mal so aus. Also drei Objekte und neben den Identitäten nochmal drei Morphismen. Ein Funktor ist jetzt ja nichts anderes, als dass ich dieses Bild in B wiederfinde. Ja, ich finde also drei Objekte, also die hat nur drei, ja, aber B hat vielleicht mehr oder auch nicht. Und ich finde jetzt quasi das als Figur hier wieder. Natürliche Transformationen sind dann Dinge, die zwischen den Funktoren passieren. Und das ist nichts anderes als, also so eine natürliche Transformation, dass ich dann für jedes Objekt einen Morphismus habe, ne? Die ganze natürliche Transformation nennen wir Tau, und das ist dann Tau an der Stelle dieses Objektes, Tau da und Tau da. So sieht eine natürliche Transformation aus. Für diese Situation gibt es eine abkürzende Malweise, und dann schreiben wir C nach B zweimal, ja, nämlich mit S und mit T. Und dann hier malen wir so einen Doppelpfeil. Das ist dann Tau,
gemeint, dass dieser Funktor abgebildet wird durch die natürliche Transformation Tau auf den Funktor T. Übrigens versuche ich hier die Buchstaben zu nehmen, wie sie in diesem Buch hier, nach dem ich mich halte, Categories for the Working Mathematician von Saunders MacLane. Und da gibt es eben das Kapitel Römisch 2,5 über The Category of All Categories. Und ich versuche die Buchstaben jetzt hier dementsprechend zu wählen. Der Punkt ist hier, also ein wichtiger Punkt, dass in diesem Zielbild alle Quadrate, die hier so entstehen, also ist hier eine Raute, ne, die sind kumulativ. Ne? Das muss man dazu sagen, das gehört mit zur Definition von natürlicher Transformation. Also wenn ich mir jetzt mal einen Morphismus in C herauspicke, also in C, wenn ich da so ein F habe, dann habe ich in B einmal das Abbild SF und TF. Und hier ist mein Tau. Das ist dann eben das Tau an der einen Stelle und das Tau an der anderen Stelle. Und dieses Ding hier ist ein kommutatives Quadrat. Da schreibe ich jetzt die ganze Zeit hier nur diese Abkürzung. Also so sieht das aus, eine natürliche Transformation, wie wir sie schon kennen. Und wir können die verknüpfen, das haben wir auch schon gehabt. Da brauche ich dann natürlich noch eine weitere natürliche Transformation. Das heißt, ich brauche auch einen weiteren Funktor. Das Bild sieht dann so aus, dass ich in C wieder habe ich mein, ich betrachte jetzt mal nur ein einzelnes F in diesem C. In B sieht das dann so aus, dass ich zum einen R von F habe, ich habe S von F und ich habe T von F. Also dieses F wird durch die drei Funktoren, die ich dann habe, abgebildet. Die Objekte natürlich auch jeweils. Ne? Denen habe ich jetzt keine Bezeichnungen gegeben. Und jetzt habe ich hier einmal meine natürliche Transformation Sigma und ich habe meine natürliche Transformation Tau. Ja, das habe ich dann zwei kommutative Quadrate. Und wir haben schon gelernt, dass das wieder ein kommutatives großes Quadrat ist, weil das Aneinanderhängen von kommutativen Quadraten wieder ein kommutatives Quadrat ist. Das ergibt dann die Verknüpfung Tau nach Sigma, wobei wir hier jetzt schreiben, wir nehmen hier so einen ausgefüllten Punkt, weil wir noch eine weitere Verknüpfung einführen, brauchen wir jetzt hier zwei Symbole. So, und das Große ist eben wieder ein kommutatives Quadrat. Und die Situation können wir dann so malen. Wir haben von C drei Funktoren nach B, ne? Und die können wir halt Sigma und Tau. Und wir können hier die Verknüpfung bilden und die nennen wir so. Ja, das ist die Bezeichnung für die Verknüpfung dieser beiden natürlichen Transformationen. So, das war alles Wiederholung. Jetzt kommt der erste Clou. Wir können nämlich, was ich hier schon angekündigt habe, wir können nämlich diese natürliche Transformation selber, also dieses Bild hier, auch anders auffassen. Also dieses Tau. Wir können das Tau anders auffassen, nämlich Tau als, ich sage jetzt mal Pfeil, also in exakt natürlich, als Morphismus, als besonderer Morphismus von C nach B. Also das ist aber nicht, die kommen hier noch gar nicht vor. Und die Idee dieses Morphismus ist das folgende. Ich finde ja, mal ein bisschen ausholen, bei einem normalen Funktor, wenn ich jetzt nur S betrachte, dann geht es ja darum, diese Figur hier wiederzufinden. Dann habe ich einen Funktor. Das ist ein Pfeil von C nach B. Jetzt betrachte ich dieses Bild hier und sage mir, naja, irgendwie finde ich ja auch eine Figur in B, aber eben sozusagen, indem ich schiele und sehe die zweimal. Ja? Das heißt, von da dieses ganze Bild hier könnte ich auch sehen als einen komplexen Pfeil, der zunächst mal diese Figur doppelt, aber so, dass hier die Morphismen dazwischen alle da sind. Ja, das ist so ein Prisma. Und dieses Ding finde ich dann in B wieder. Das sieht natürlich dann genauso aus, aber der Unterschied jetzt zwischen diesen beiden Gemälden, die gleich aussehen, ist der, diese hier entsteht quasi eine Kategorie, ja, und die hat nur sechs Objekte. Und hier bin ich vielleicht in einem B mit unendlich vielen Objekten und ich picke mir hier
bestimmte Objekte raus, wo ich dann diese Figur hier wiederfinde. Diese Verdopplung geht hier von C in C mal 2, wobei das ist die Kategorie 2. 2 ist jetzt die Kategorie, die so aussieht. Also genau, ich könnte jetzt auch sagen, das ist die Kategorie, die so aussieht, mit zwei Objekten. Also dieser komplizierte Pfeil, der geht von C in einen, so ein Zwischenstadium, wo ich die Figur erstmal aufblähe, nach C Kreuz 2, und diese Figur dann in B wiederfinde. Ne? Das jetzt hier ist wieder ein normaler Funktor, der aber keine Bezeichnung hat. Der besteht sozusagen zur Hälfte aus S und zur Hälfte aus T. Ich sage jetzt mal irgendwie sowas wie S, T. Und dieses Figurenfinden hier geht jetzt quasi in die Richtung. Und das ist aber jetzt dieser Pfeil hier, ne? Das ist jetzt Tau. Tau. Das ist diese komplette natürliche Transformation. Und die kann ich eben auch verknüpfen. Dieses ganze Bild könnte man jetzt mal nennen, sowas wie ein komplexer Pfeil, ja, mit so einem Innenleben. Wie gesagt, wir sehen das jetzt als Bild von C nach B, wobei ich in B diese Figur finde. Und die kann ich verknüpfen. Das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Und wie ähnlich wie hier beschränken wir uns jetzt zunächst mal auf einen einzelnen Morphismus in diesem ganzen Spiel. Wir fangen also in C an und haben hier einen einzelnen Morphismus F. Ja, diese Bezeichnung F, die spielt im weiteren Verlauf keine Rolle. So, in B habe ich dann eben mein kommutatives Quadrat. Ja, das entsteht jetzt, also hier haben wir es ja auch gesehen, als Definition einer natürlichen Transformation. Jetzt in diesem neuen Bild, was wir uns jetzt machen, ist das aber das Ergebnis eines solchen Prozesses. Ne? Ich splitte den Pfeil erstmal auf in zwei und dann entsteht ein kommutatives Quadrat und das finde ich in B. Und dieses ganze Ding nenne ich jetzt Tau. Und jetzt habe ich noch eine dritte Kategorie. A, Skript A. Und hätte dort auch eine natürliche Transformation. Ja, also es gibt hier auch noch ein Tau-Strich von B nach A, was dann natürlich von S-Strich nach T-Strich geht. Ne? Geht ja gar nicht anders. Jetzt müssen wir aber dieses Bild hier, also dieses Quadrat, auf diese Art duplizieren. Ja? Und dann erhalten wir quasi eine dreidimensionale Figur. Ich habe nämlich das Quadrat einmal. Ich habe es noch ein zweites Mal, weil ich es ja dupliziert habe. Ja, ähnlich wie ich das F dupliziere, dupliziere ich jetzt das ganze Quadrat. Und dann habe ich natürlich diese Pfeile hier, die ja entstehen, jetzt durch die natürliche Transformation Tau-Strich. Ja, aber jetzt so gesehen ist das jetzt Tau-Strich. Insgesamt habe ich jetzt quasi ein F, was vervierfacht wird und in A wiedergefunden wird. Und dieses Gesamtkonstrukt nennen wir jetzt Tau-Strich nach Tau. Und diesmal mit einem nicht ausgefüllten Kringel. Bezeichnungen sind jetzt einmal für diese Verknüpfung, die heißt vertikal. Und wir können sie aber auch entlang der Y-Achse nennen. Diese Verknüpfung hier, die nennen wir horizontal, so sagt man. Ich nenne die jetzt hier aber entlang der Z-Achse auch, weil das diese Figur nochmal in den Raum aufbläht. Das ist jetzt ein kommutativer Kubus hier. Schreibtechnisch mit dieser abkürzenden Schreibweise, dieses Bild hier geht dann so. Von C habe ich drei Funktoren und ich habe zwei natürliche Transformationen, nämlich Sigma und Tau. Ja, das ist diese besonders kompakte Schreibweise dieser Situation. Das ist das gleiche Bild eigentlich, nur dass ich es jetzt irgendwie kompakter schreibe. So, und dieses Bild hier entsprechend, da habe ich dann drei Kategorien.
Und ich habe wieder zwei natürliche Transformationen, aber diesmal kommen die hintereinander weg. Das ist diese Situation hier. Und natürlich muss man jetzt eigentlich beweisen, dass ich habe ja noch gar nicht alles gesagt, ne? Denn wenn das jetzt wieder eine natürliche, also wir haben jetzt erstmal nur eine Verknüpfung definiert, aber was ist das denn jetzt? Das ist ja nur ein Gemälde. Der Punkt ist, wir wollen ja eine Verknüpfung von natürlichen Transformationen haben. Und damit das jetzt Sinn macht, müsste das ja eine natürliche Transformation sein. Aber von was denn eigentlich? Ne? Und der Punkt ist, dass diese natürliche Transformation von den oberen in die unteren gehen soll. Ne? Also ich habe ja hier oben S und T. Und jetzt habe ich hier dieses Viereck, ist S' mal das ganze Viereck und dieses Viereck ist T' mal das ganze Viereck. Und die natürliche Transformation soll jetzt gehen, das Sinn macht, von diesem Abbild von F zu dem unteren Abbild von F. Das ist die Idee. Ja? Sodass ich eine natürliche Transformation habe, Tau' nach Tau, von dem Funktor S'S nach T'T. Darum geht's. Und natürlich muss man beweisen, dass das überhaupt eine natürliche Transformation ergibt. Ja, jetzt ist es erstmal nur hingemalt. So. Und das kann man formeltechnisch machen. Wir machen das hier nicht, sondern wir machen das so ein bisschen durch Hingucken. Der Punkt ist ja hier oben, dieses rote Ding, ja, das ist ja S'S von F. Und hier unten, das ist T'T von F. So ist es definiert. Ja. Einmal der Pfeil hier nach T und dann T' ist ja dann dieses ganze Gebilde hier in dieses Viereck. Und hier unten ist dann eben das T' von dem TF, weil das untere ist ja TF. Also ne, wenn ich jetzt hier genauer wäre, wenn ich hier von F ausgehe, ist das ja F. Hier habe ich natürlich dann S von C, wenn ich dieses erste Objekt hier mal C nenne und das zweite D. So, ich will nicht alle Bezeichnungen dran machen, dann verwirren wir uns nur. Und was wir jetzt behaupten, dass wir eine natürliche Transformation haben von S'S nach T'T. Und das würde bedeuten, dass wir Komponenten finden, die das zu einem kommutativen Quadrat macht. Und da bieten sich natürlich, also was haben wir denn? Wir haben ja Morphismen, nämlich diese und diese und diese und diese. Und somit können wir quasi ein kommutatives Quadrat zusammensetzen, indem wir einmal dieses Quadrat uns angucken. Und zum anderen dieses. Also wenn wir das jetzt mal würfeltechnisch sehen, den Deckel und die Frontseite. Der Deckel ist ein kommutatives Quadrat, weil T' eine natürliche Transformation ist. Und die liefert von solchen Morphismen kommutative Quadrate. Die Frontseite, die Vorderseite, ist ein kommutatives Quadrat, weil dass das Bild ist eines kommutativen Quadrates unter dem Funktor T'. Und Funktoren erhalten ja Formeln. Also diese Funktorexiome, die sagen ja nichts anderes, als wenn ich jetzt irgendwie eine Formel, eine Relation hinschreibe, dann bleibt die. Und wenn ich jetzt hier das kommutativ ist und bilde das Bild unter T' und T' ist ein Funktor, dann ist das Zielquadrat auch wieder kommutativ. Es gibt also oben der Grund T' ist natürliche Transformation. Das ist kommutativ, weil es das Bild eines kommutativen Quadrates ist. Und warum ist das kommutativ? Naja, weil das ja das kommutative Quadrat der natürlichen Transformation Tau ist. So, jetzt habe ich aber hier den Deckel und die Frontseite. Das sind zwei kommutative Quadrate, die ich aneinander packe. Und sie ergeben damit dann ein gesamtkommutatives Quadrat. Das heißt, dieses so definierte Viech ist tatsächlich eine
natürliche Transformation. Da ist dann auch die Bezeichnung nett, weil wenn ich jetzt an eine bestimmte Komponente denke, ja, ich brauche ja Komponenten, dann ist eben Tau' nach Tau an der Stelle C, die Komponente C, wenn man so will. Also der, wir haben dann hier als zweiten dieses Bild, das ist T' von Tau nach Tau an der Stelle C von Tau' an der Stelle C. Natürlich kann man auch hier unten lang laufen und muss dann natürlich noch nachweisen, dass da wieder dasselbe rauskommt, sprich, dass auch die Seitenflächen kommutative Quadrate sind. Jetzt haben wir erstmal die Verknüpfung gezeigt und jetzt muss man eigentlich noch weitergehen, nämlich dass die Identitäten, die wir schon kennen, auch sich zu Identitäten verhalten bei dieser Verknüpfung. Das ist, wenn wir uns das algebraisch angucken, relativ klar. Überspringe ich mal so halb. Jetzt optisch, damit wir uns das ein bisschen einprägen, sehe ich diese Definition gerne so, dass wir diesen Würfel quasi so diagonal durchtrennen. Ja, und dann hier die Hinterseite. Und diese Schnittfläche ist dann ein rotes kommutatives Quadrat. Und das ist sozusagen das kommutative Quadrat zu diesem verknüpften, zu dieser verknüpften Verknüpfungsergebnis natürliche Transformation. Ja, die rote Schnittfläche. So, jetzt machen wir das Bild noch komplizierter. Jetzt kommt nämlich der Punkt, also das ist ja an sich schon interessant alles hier, ne? Weil wir jetzt nämlich wissen, dass wir zwei Verknüpfungen haben von natürlichen Transformationen. Und jetzt muss man hier an sich auch noch die Kategorienaxiome nachweisen. Das ist auch nicht so besonders schwer. Und dann haben wir bewiesen, dass wir im Zusammenhang mit der Kategorie der kleinen Kategorien in Wirklichkeit drei Kategorien finden. Es gibt zwei Kategorien, in denen die natürlichen Transformationen die Rolle der Morphismen spielen, mit unterschiedlichen Objekten. Das ist an sich schon interessant. Und jetzt kommt aber noch der eigentliche Hammer sozusagen, nämlich diese beiden Verknüpfungen sind untereinander kompatibel in einem gewissen Sinne. Und zwar betrachten wir jetzt das komplexe, aufgeblähte Bild, was so aussieht, dass ich hier zwei natürliche Transformationen vertikal verknüpfe und hinten dran schalte ich auch wieder zwei Vertikale, die ich dann aber insgesamt horizontal verknüpfe. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie verhält sich das Gesamtbild? Ich kann ja jetzt sagen, ich verknüpfe erstmal die beiden zu so einer gesamtnatürlichen Transformation, jeweils vertikal. Und das Ergebnis verknüpfe ich dann horizontal. Oder ich verknüpfe erstmal die oberen horizontal. Und dann habe ich quasi so ein großes Bild und die verknüpfe ich dann runter. Und die Frage ist, ist das egal, wie rum ich das mache? Und die Antwort lautet, es ist egal, das ist der sogenannte Vertauschungssatz. Der Vertauschungssatz sagt, dass es nämlich egal ist. Also wenn wir die jetzt mal, oh Gott, diese Bezeichnungen, Sigma nennen und Tau und hier hinten Sigma-Strich und Tau-Strich, dann lautet der, ich brauche noch Platz für ein großes Gemälde, Vertauschungssatz, auf Englisch, weiß ich gar nicht, Interchange Law oder Exchange Law, dass es das Gleiche rauskommt, ob ich Tau-Strich und Sigma-Strich genauso wie Tau und Sigma zunächst mal von oben nach unten verknüpfe und das Ergebnis dann horizontal verknüpfe. Und das ist eben das Gleiche, als wie wenn ich zunächst mal die Taus horizontal verknüpfe, genauso die Sigmas, und dann das Ergebnis von oben nach unten verknüpfe. Das ist sozusagen egal, in welcher Richtung ich das mache. Dieses Ding ist der Vertauschungssatz, ne? Das ist der hier. Also der Vertauschungssatz ist das hier. So, und das ist sozusagen das Hauptergebnis von dieser Vorlesung, weil diese beiden Strukturen passen auch noch zusammen. Man kann mit denen wunderschön rechnen. So, den Beweis kann man jetzt algebraisch führen mit tausenden von Bezeichnungen. Wir bleiben aber hier bei der Bildtechnik und wir malen mal das Gesamtbild auf.
Wir fangen an wieder mit unseren drei Kategorien. Also in C haben wir ein F. Und in B sieht das dann so aus, dass dieses F, ich brauche natürlich jetzt drei Funktoren, ja, die drei hier, die nennen wir, habe ich jetzt hier alles gar nicht hingeschrieben, R, S und T beispielsweise. Und ich habe hier die entsprechenden Komponenten, einmal von Sigma und einmal von Tau. Ne? Und diese, das sind jetzt drei Funktoren, die das F jetzt an drei verschiedenen Stellen abbildet. Das sind kommutative Quadrate, naja, und das Gesamtgebilde ist auch wieder kommutativ. Das ist quasi dieses Bild. So, was passiert jetzt? Jetzt komme ich mit dieser komplexen Figur in diese Situation. Also man beachte, ähnlich wie hier, haben wir ja gesagt, das wird jetzt zu einem Quadrat und das Quadrat wird jetzt verdoppelt durch diese Situation. Ja? Und zwar, weil ich zwei Funktoren habe, ne? Das Quadrat einmal dahin und das Quadrat dahin. Wenn ich jetzt drei Funktoren habe, hier, ne? R', S', T', dann habe ich natürlich auch eine Verdreifachung von nach da. Ähnlich wie ich hier drei Pfeile habe, ne? Das ist ja R von F, wenn das mal hier hinschreibt, R von F, S von F und T von F. Genauso wie ich hier eine Verdreifachung habe von diesem F, weil ich drei Funktoren habe, habe ich jetzt hier auch wieder eine Verdreifachung der Ausgangsfigur. Die Ausgangsfigur selber ist aber jetzt hier dieses Doppelquadrat. Das kann man jetzt nicht ersparen. Das heißt, die Zielsituation sieht jetzt so aus, dass ich dieses Doppelquadrat jetzt dreimal habe. Einmal von R', von T' und von S'. Dann habe ich natürlich meine natürlichen Morphismen. Einmal Sigma'. Ja, dann habe ich jetzt so einen zwei Schuhkartons übereinander. Das ist quasi Sigma'. Und dann habe ich das Ganze nochmal mit Tau'. Und jetzt habe ich hier nochmal zwei Schuhkartons da vorne dran gestellt. Also ich empfehle euch, dass als dreidimensionales Bild zu sehen, mit insgesamt vier Schuhkartons. Zwei davon stehen übereinander, hinten und zwei vorne dran geklatscht. Ja, und das sind jetzt eben meine drei Morphismen, die ich hier habe, also zum Beispiel R', S' und T'. Und hier hinten habe ich meinen Tau'. So sieht das Bild jetzt aus. Und wir versuchen jetzt den Beweis geometrisch zu fassen. Wir fangen an mit der grünen Seite. Die grüne Seite, was ich da mache, ich verknüpfe zunächst mal Sigma und Tau. Das ist ja hier, passiert das schon. Ja, das heißt, ich betrachte sozusagen das hier schon als verknüpftes, großes, grünes, kommutatives Quadrat, ja, was eine natürliche Transformation ist. Und dann sehe ich dieses Tau' und Sigma' auch an als ein kommutatives, großes Quadrat. Hier werden ja, ich mache das jetzt nur für den Deckel, die Sigma- und Tau-Quadrate aneinander geklebt, die jeweils ja kommutativ sind. Und die Bilder von denen hier sind wieder als Bilder unter Funktoren natürlich auch wieder kommutative Quadrate. Und ich nehme als Beispiel jetzt die Vorderseite von meinem ganzen Gebilde. Und jetzt habe ich hier zwei große kommutative Quadrate, ne, den Deckel von dem Gesamtkonstrukt und die Vorderseite von dem Gesamtkonstrukt, die ich aneinander füge und bekomme hier ein gesamtkommutatives Quadrat und eine gesamtnatürliche Transformation von hier nach hier. Ne? Das ist ein Bild von F und das ist ein Bild von F. Vielleicht sollte man das mal hinschreiben. Das ist R' von F. Und hier unten haben wir dann T' von F. Der andere Weg hier, da lasse ich die erstmal als kleine rote Quadrate. Also ich fasse die als, ich färbe die jetzt mal nur ein, als Einzelquadrate auf. Und wir gucken, wo die hinwandern. Jetzt ist ja so, dieses einzelne Quadrat dieser natürlichen Transformation wird ja abgebildet in ein
Quadrat in dieser Schnittfläche, was repräsentiert die natürliche Transformation des Zwischenergebnisses. So, und das ist das obere Quadrat, ist dann die Schnittfläche in dem oberen hinteren Schachtel. Und dieses untere, nach diesem Mechanismus, der hier oben steht, wird dann in die vordere untere Schachtel abgebildet. Und das sind jeweils natürliche Transformationen von da nach da und von da nach da. Diese natürlichen Transformationen haben zugehörige kommutative Quadrate und das Gesamtquadrat ist auch wieder kommutativ. Und wenn man das jetzt, da das alles aus kommutativen Quadraten aufgebaut ist, bleibt dem ganzen Gebilde auch gar nichts übrig, als dass der rote Weg dasselbe Ergebnis hat wie der grüne. Und auf diese Weise kann man quasi diesen Vertauschungssatz sehen, indem man das Bild, das und das miteinander verknüpft. Der Witz ist jetzt, ich möchte es zumindest mal angeschrieben haben, dass diese Situation, dass ich Objekte habe mit Morphismen, dass ich Morphismen zwischen Morphismen habe, dass diese Morphismen von Morphismen auch als Morphismen einer weiteren Kategorie gelten und dass in dieser zweiten Rolle der Vertauschungssatz gilt, das Ganze macht das Gebilde zu einer sogenannten Zweikategorie. Also diese Zusammenhänge, die fasst man dann zusammen in Axiomen und sagt, das ist eine Zweikategorie, das taucht nämlich auch in anderen Zusammenhängen auf. Und damit haben wir mit unserer Kategorie der Kategorien, den wir schon so ein bisschen kennen, auch einen ersten Blick in eine Zweikategorie gewonnen, was ein Thema von viel später ist. Dann heißen übrigens diese natürlichen Transformationen in dem Zweikategorien-Sprech, heißen dann Zweimorphismen. Also der Zweimorphismus jetzt hier ist einfach die natürliche Transformation in dem Zusammenhang. So, also ein Blick in die reichhaltige Struktur der Kategorien.